anderes Buch geben. Es ist zwar etwas düsterer als jenes, welches ihr mir gegeben habt, aber ich glaube, es wird euch dennoch gefallen. Strange choice of book, my guess is. The old fool couldn't stomach the reading of for himself. Farewell. Der Ruf hat sich verbessert, oh je. Das habe ich, der Toten 3. Vor langer Zeit gab es ein Gottzwietracht, bla bla bla. Gibt es da vielleicht eine Quest oder sowas da drin? Hass gegenseitig töten, bla bla bla. Diese Zeit, drei mächtige Stämme, endliche Bane, Baal, Mer. Ich verstehe. Das ist eine Geschichte. Toll. Ich weiß aber nicht, was ich damit anfangen soll. Ehrlich gesagt. Bücher lese ich generell nicht. Das ist meistens auch nicht so wie bei, ich glaube, Skyrim, dass die Bücher Hintergrundstory zu den Gegnern geben. Nee, ich glaube, das hier ist eher so wie, wie eigene Geschichten, also Fantasiegeschichten, Mythen, Legenden. So, neues Gebiet im Osten. Wir sind hier angekommen und speichern erstmal. Bevor wir schlafen. Wenn es denn sein muss. Geil. Die wollen uns gar nichts tun. Gut, hat auch geklappt. Ja. Wunderbar. Wir sind in einem neuen Gebiet. Mal schauen, was uns hier erwartet. Die Wölfchen sind wieder weg. Ich glaube, die waren neutral, also nicht feindlich, bloß weil ich Druide bin. Irgendwie habe ich doch, glaube ich, bei der Charaktererstellung sowas gelesen. Dachte aber nur, dass es für Bären gilt. Ein spitzer Stein, spitze Felsen, spitze Klippen. Berg? Was ist das? Nee, nichts von Interesse. Immerhin, mir gefällt es immer noch nicht, dass du vorausläufst. Gefällt mir nie, wenn Magier oder Bogenschütze vorauslaufen müssen. Das geht meistens schief. Oh, wer bist du? Ja. Ja, Kumpel? Keine Zeit, mit Infos unterwegs nach A, um von Unglück zu berichten. Immer mehr Überfälle durch Räuber, das Eisennetz wird weniger und alle regen sich über die Waffenknappheit auf. Bin auf dem Weg nach A. Naja, okay. Soll er ruhig. Gibt es hier nichts von Interesse? Oh, hier zerstört. Kann ich irgendwelche neue Gebiete freischalten hier? Wäre natürlich auch interessant. Nein, kann ich nicht. Gute Idee, das mir zu übertragen. So weltliche Gebiete, die stören mich eigentlich nicht. Normalerweise sind die recht friedlich. Besonders wenn hier ein Bote rumläuft. Da kann ja gar nichts Starkes rumlaufen. Kann man da eine Karte raus? Ja. Kommt man da in ein neues Gebiet? Ja. Feuerweinbrücke. Das ist doch komm, der nice. Feuerweinbrücke. Ich glaube, da gibt es einen Dungeon. Ihr seid einer der wenigen unter uns, den ich hochachte. Ich? Finde ich gut. Ich hab kein... Was soll ich tun? Sicher! Sterben! Wow! Den Ratten. Oh, shit!
Ogre. Ogre-Berserker. Halb-Ogre, oder? Ogrillon. Wie wär's damit? Loses Leben wird hiermit beendet. Das sind wir vielleicht schon ein bisschen zu overpowered. Die treffen immer noch die. Hat ihr irgendwie Mali gegen große Gegner? Das ist elf. Tot. Ja. Alles wegen des lieben Geldes. Sänger der Nacht. Gibt mir Kraft. Große Gegner, aber ich mach sie mittlerweile nieder. Sagt mir, was zu tun ist. Loses Leben wird hiermit beendet. Oh, ich wurde vergiftet. Von diesen hässlichen. Dass die mal vergiften können. Ich hoffe, das bringt was. Olaf sah. Und wie? Schaut mal, wie ich da den Schaden erleide. Ich warte. Gut. Das Gift ist stark. Warte jetzt eigentlich, ob das es ausklingt. Wir haben echt starkes Gift mittlerweile. So müsste eigentlich das Gift wirklich wirken, von Anfang an. Gut, es hat aufgehört. Ich kümmere mich drum. Trank mitnehmen. Nee. Dieser verdammte Wald erinnert einen ständig an diese Elfenschwuchteln. Den Kommentar liebe ich. Das ist ein geiler Kommentar. Diese Elfenschwuchtel. Okay. Ich wurde geheilt. Wer ist denn der Nächste? Kegain. War auch bei dir. Level 4, okay. Bei dir dauert's. Bei dir dauert's auch. Ja. Meine zwei Kämpfer kriegen bald ein Level. Das ist nett. Kämpfe mit Leveln bedeutet immer, dass sie mehr treffen. Oh, liegt da ein Toter? Tatsache. Geil. Ich danke dir, Tote. Weiter geht's. Das Gebiet ist größer. Gibt bestimmt noch interessante. Oh, zum Beispiel ein Haus, ein kaputtes Haus. Oh, dieses Haus sieht verlassen aus. Ach, wirklich? Krasse Sache. Tatsächlich sieht verlassen aus. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das ist aber ungewöhnlich. Warum kriegt es sogar einen extra Punkt auf der Karte? Ein verlassenes Haus. Da wird wahrscheinlich noch irgendwas vorhanden sein. Also irgendwas sich abspielen vielleicht. Ha. Naja. Hier nicht. Hier ist so weitflächiges Gebiet. Irgendwann renne ich dann irgendeine Gruppe mächtiger Gegner rein. Oder einfach in eine Steinklippe. Je nachdem, was vorher kommt. Hey! Hässliches Etwas! Was? Lol. Ihr müsst bezahlen, wenn ihr hier durch wollt, Freund. Und zwar rein zufällig mit eurem Leben. Wollt ihr
euch von ihm trennen? Für mich sieht es so aus, als würden die bald mit ihrem eigenen Leben bezahlen, Shadow. Ach, geliebte Vikonia, du hast recht. Nehmt mir das Leben, wenn ihr wollt, aber ich warne euch jetzt. Eine Bewegung eurer Ereignisse ist verwirkt. Dann lasst uns das Spielchen beginnen. Feuer, Kameraden, auf dass wir uns an ihrer Dummheit bereichern. Du hast es nicht anders gewollt. Jetzt schau mal, was ich will. Oh, nett auf den Magier, du Ratte. Wir gehen jetzt. Wir machen jetzt was Strategisches. Wir verstecken uns hier hinter den Klippen. Was denn jetzt schon wieder? Jetzt zaubert mal hier schnell ein Spiegelbild auf sich. Epische Lags. Zu Befehl fürs Erste. Nein! Durch die epischen Lags hat er seinen Zauber abgebrochen. Ich bin bereit. Ihr stört mich, wenn's denn sein muss. Was soll ich tun? Ja? Auf sie mit Gebrüll. Ihr geht, ich verstehe nicht, warum ihr mit eurer Mausmagie über mich befehlt. Schau mal, was ich für dich habe. Sagt mir, was zu tun ist. Männer sind so okay. Wie wär's damit, Dreckskerl? Gut. Was denn jetzt schon wieder? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ich warte. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Das war eine witzige kleine Truppe. Die hatte ja gar nichts drauf gehabt. Räuber. Stinknormale Räuber waren das. Ohne einen magischen Gegenstand. Traurig. Sehr traurig. Ich werde euch euer Goldes entledigen. Ihr braucht das nicht mehr. Ich will bloß mal schauen, kann ich auch nach oben raus? Oder kam ich nicht? Ach, ich kam von oben, glaube ich. Ah, da ist Ulcaster freigeschaltet. Ich hoffe, das bringt was. Ja, das hoffen wir alle. Gut, alle sind erholt. Die Räuber sind niedergestreckt. Das war jetzt kein großes Können. Wobei, die Bogenschützen haben schon richtig gemacht. Die haben auf meinen Zauberer. Und ich habe durch den epischen Lag da gerade... Ich hätte schon gedacht, dass das Spiel abstürzen wird. Habe ich einfach mal es geschafft, dass es abgebrochen wurde. Oh, da kommt noch ein Oger. Dass der Zauber von meinem Advender unterbrochen wurde. Ach komm her, du Oger. Umso größer, umso besser können meine Fankämpfer dich treffen. Ja, das muss man dir zugestehen. Umso größer, umso mehr Bums hat auch dein Hau. Der Wolf. Der ist dein Haustier, oder? Oh, der greift uns an. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Jael Kalles? Ich wollte ihn angreifen. Ich kümmere mich drum. Gut. Ups, da war eine Höhle. Die habe ich gar nicht gesehen. Das ist cool, da muss ich nochmal hin. Eine Höhle interessiert mich schon. Die sind selten und... Oh, wen haben wir denn da? Gegner? Ich bin ganz Ohr. Ich wette, ihr gehört zu diesen Abenteuergesocks, das die Welt verbessern will, so oder so. Dann knöpft euch doch mal die Oger im Süden vor, wenn ihr euch da besser fühlt. Ogerproblem. Ja? Ich will nicht neugierig sein, aber warum beobachtet ihr Shadow und mich, wenn wir miteinander reden?
Ihr habt mich bemerkt? Ich dachte, ich habe es besser verborgen. Ich werde es allerdings nicht abstreiten, denn vielleicht könnt ihr mir etwas erläutern, das mich beschäftigt. Schätze schon, obwohl ich nicht weiß, wie sehr ich helfen kann. Warum lasst ihr all eure Wachsamkeit fallen, wenn ihr mit Shadow zusammen seid? Was meint ihr damit? Ihr scherzt mit ihm herum, vertraut ihm eure Gefühle und Ansichten an. Im Unterreich würde niemand, den ich kenne, so handeln. Wirklich? Niemals? All die verkrusteten Bücher enthielten nicht viel über Drow-Bräuche. Aber das klingt mir doch ein wenig weit hergeholt. Und warum das? Ihr macht euch zu einem leichten Opfer, falls sich Shadow jemals dazu entscheidet, euch zu verraten. Ich kenne Shadow jetzt schon eine ganze Weile. Ja, er mag viele Dinge tun, die mir nicht sonderlich gefallen, aber er würde mir niemals mal eine Freundin verraten. Ich könnte eine Person nicht kennenlernen, wenn ihr Jahre mit ihr verbringt, selbst wenn sie so verschlossen sind. Wie die Drow es eurer Behauptung nach sind. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nichts über die Leute erfahren habt, die ihr oft gesehen habt. Es liegt ein wenig Wahrheit in euren Worten. Aber so offen und unbekümmert sein? Im Unterreich würde ich so etwas niemals tun, selbst wenn ich mein ganzes Leben lang an jemandes Seite arbeiten würde. Die Drow reibt sich die Stirn. Ach, ich bekomme schon Kopfschmerzen, wenn ich nur versuche, eure Argumente zu verstehen. Keine Sorge, ihr werdet es noch verstehen. Und außerdem, niemand hat gesagt, dass ich Shadow alles wissen lasse. Lästern die hinter meinem Rücken über mich. Ja, immerhin ist wie eine Schwester für mich. Warte mal, die hat doch irgendwie was von Ogerproblem im Süden gesagt. Wo zum... Da war ich doch schon. Im Süden. Also müsste es... Halt, habe ich mich nicht darum schon gekümmert? Das waren doch die Gruppe, oder? Klar, um die habe ich mich schon gekümmert. Quatsch mal doch gleich nochmal mit ihr. Ich bin das ganz ging aber schnell, verflixt, ich weiß nicht. Sucht euch jemand anders zum Plaudern, ich mag keine Frage- und Antwortspiele, ich habe zu tun. Lol. Ich habe zwar nichts weiteres gemacht, aber Erfahrung bekommen. So ist's richtig, so ist es richtig. Wo ist hier jetzt eine Höhle? Huh, da ist irgendwas. Ein versteckter Gegenstand und hier ist doch eine Höhle. Ach da ist eine Höhle. Da ist noch irgendwas. Das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte ich auch wahrscheinlich nicht gesehen. Mal schauen, was da drin ist. Ein Wasseropal. Wertvoll oder nicht? Mitnehmen. Die Höhle. Was ist das? Ein Waldschrat? Ja, tatsächlich. Ist schon geschehen. Waldschrat. Irgendwie befürchte ich, das wird... Ihr stört mich schon wieder! ...wird böse enden. Alles wegen des lieben Geldes. Der kann vergiften, soweit ich mich erinnern kann. Sänger, der möge die Dunkelheit herrschen. Schau, beschützt mich vor der Rache der Spinnenkönigin. Da muss ich das Gegengift schlucken. Wenn es blutet, kann ich es auch töten. Hey, nutz mal den Beutel. Was gab's denn in dem Beutel? Lol, Schuhe? Abgetragene Stiefel. Ich bin bereit. Das ist jetzt übel. Wir müssen jetzt versuchen, sie zu heilen. Olos sah? Oder habe ich noch einen Gegengiftstrank? Was soll ich tun? Waldschratgift ist halt echt mächtig. Man sieht ja, wie schnell es geht und immer zwei. Okay, ich schau mal schnell, ob ich einen Gegengiftstrank habe. Der hat einen. Wie viel habe ich überhaupt? Einen gerade noch. Nimm den. Ist vermutlich besser. Ich liebe Blutvergießen. Wobei? Wirklich. Wir versuchen es ja. Bis zum Schluss.